vital und stark, innerlich kraftvoll, egal was passiert. Stell dir vor, das wäre doch genial. Das geht wirklich. Eine einfache Technik hilft dir dabei. Stell dir vor, ein Angriff von außen oder jemand behandelt dich ungerechtfertigt oder jemand kritisiert dich und du wärst innerlich klar und innerlich frei. Und du würdest keine Energie verlieren, du würdest dich nicht in deinem Kopfkino verstricken und würdest dir stundenlang Gedanken machen, warum der oder diejenige sowas zu dir sagen kann. Wie kann sie denn nur? Stimmt's vielleicht wirklich? Bin ich echt nicht gut? Bin ich echt nicht gut genug? Bin ich einfach, ja, ich kann's einfach nicht. Du weißt, was ich meine. Und wenn wir innerlich klar und stark sind, dann macht uns so etwas nichts, denn Angriffe von außen sind dann wie ein kleiner Wind, der einfach durchzieht. Dann ist wieder vorbei und wir sind wieder da. Wir stehen wieder. Und Mutter Natur zeigt uns, dass innere Widerstandskraft oder überhaupt Widerstandskraft ein natürliches Phänomen sind. Diese Gerste, das ist die Imperialgerste, die wächst hier auf über 1400 Meter Seehöhe. Und sie schützt sich gegen einen Wintereinbruch im Sommer oder Starkregen oder einen Sturm, indem dass sie vorne diese Ähren hat. Und wenn ich hier zurückstreifen möchte, du siehst, das geht nicht, da sind so Widerhaken dran. Und wenn eben im Sommer ein Wintereinbruch kommt oder Starkregen, dann bohren sich diese Ähren in den Boden, fixieren sich und diese Frucht hier bleibt im idealen Fall in der Luft und fällt eben nicht. Und auch wir können Widerstandskraft aufbauen, Stärke finden, egal was passiert. Das Einzige, was wir tun sollten, ist nur, uns Zeit für unsere eigene Entwicklung zu nehmen. Denn wenn wir uns selber freiwillig entwickeln, dann muss uns das Leben nicht dazu zwingen. Denn wenn große Herausforderungen kommen, dann zwingt uns das Leben, uns zu entwickeln, einen Schritt weiter zu gehen, uns zu öffnen. Dann wieder einige Dinge vielleicht abzustreifen. Wenn wir es freiwillig machen, eigene Entwicklung einbauen in unseren Alltag, einfach ein paar Minuten jeden Tag, wo wir genau das pflegen und stärken, dann bauen wir das ganz leicht auf. Und jetzt habe ich einige Tipps für dich, die dir helfen, wenn Angriffe von außen kommen, wie du eben innerlich klar und stark bleibst. Tipp Nummer 1. Wenn Herausforderungen auf dich zukommen, ganz unabhängig welche, nimm sie an. Sag, okay, ihr seid jetzt da. Wenn dich jemand kritisiert oder dich jemand ungerechtfertigt behandelt, dann sag, okay, ja, das ist jetzt so. Wehr dich nicht, verteidige dich nicht. Sag einfach, das ist jetzt so. Nimm es einfach mal an. Lass es so stehen. Denn wenn jemand mit viel Energie oder wenn jemand auf dich zukommt und dich provoziert, dann möchte er eigentlich eine Reaktion von dir. Und wenn er die nicht bekommt, dann ist das Spiel gleich aus. Weil, ja, es gibt keine Reaktion, es gibt kein Ping-Pong-Spiel, das Thema bleibt ganz neutral. Das heißt nicht, dass wir es gut finden. Das heißt nicht, dass wir sagen, ja, hurra, eine große Herausforderung, eine große Schwierigkeit. Ja, mich hat jemand kritisiert, er findet mich nicht gut. Yeah! Das ist nicht gemeint. Es ist gemeint ein ganz neutrales Ja und ich bin offen für eine Meinung, die nicht meine ist. Aber sie darf jetzt da sein. Der nächste Punkt, geh nicht in die Opferrolle. Menschen, die in die Opferrolle gehen, verlieren sofort Energie und sind außerhalb ihrer eigenen Orientierung. Denn sie orientieren sich jetzt an dem, was andere sagen. Der hat gesagt und der hat auch gesagt und mein Chef hat auch gesagt, das kann ich einfach nicht gut genug. Und dann, ja, dann werden wir immer kleiner. Und ist das innere Stärke, Kraft und Klarheit? Eben nicht, das ist das Gegenteil. Das heißt, raus aus der Opferrolle, rein in die Selbstwirksamkeit. Ich sage für mich, was ich mache, was ich zulasse und was nicht, was meine Aktionen sind und wo ich mich zurückhalte. Ich selber bestimme, ob ich offen bin oder nicht. Im Idealfall bin ich offen. Aber das ist meine Entscheidung, das ist meine selbstwirksame, eigenverantwortliche Entscheidung.
Das heißt, in seiner Kraft zu bleiben. Umgib dich mit Menschen, die dich beflügeln, die dir gut tun. Dieser Punkt ist fast hinfällig, denn wenn du in deiner eigenen Kraft bist, wenn du auf dich schaust, wenn du dich entwickelst, wenn du neugierig und offen genug bist für deine eigene Entwicklung, für das Leben, für alles, was passiert, dann wirst du aufgrund dem Gesetz von Resonanz genau das in dein Leben ziehen. Ihr zieht euch quasi an. Menschen, die sich eben auch weiterentwickeln, die sich mit sich beschäftigen, die in der Eigenverantwortung sind, so wie du, die ziehen sich an. Gesetz der Resonanz, das geht fast von selber. Das heißt, dass du dich mit Menschen umgibst, die ähnlich eine Stärke haben wie du, das geht vollautomatisch, das ist doch praktisch. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Umgib dich mit dir, was dir gut tut. Umgib dich mit Dingen, die dich freuen, wo Energie kommt, wo du ein beflügelndes Gefühl hast, wo du neugierig sein kannst, wo du Schüler sein kannst, wo du forschen und recherchieren kannst, wo du etwas herausfinden kannst, wo du probieren kannst. Ganz unabhängig, ob das Kochen ist oder ob das beruflich ist oder ob das in einem anderen Bereich ist, sportlich zum Beispiel. Mach einfach das, was dich freut und so bekommst du immer noch mehr Energie und deine Frequenz steigt. Du ziehst andere Menschen an, du kannst Dinge von außen einfach stehen lassen, du bist offen. Ja, du entwickelst dich hervorragend. Und ein ganz schönes Phänomen, wenn du diese Entwicklung für dich selber machst, dann bleiben Leidenswege, Schwierigkeiten, wo du leiden musst, aus. Denn du entwickelst dich freiwillig. Das ist ein Naturprinzip. Alles in der Natur entwickelt sich, geht einen Schritt weiter. Und wenn wir das selber freiwillig machen, dann zwingt uns das Leben nicht jedes Mal durch ein Nadelöhr durch, wo wir wieder das Gefühl haben, jetzt müssen wir wieder ein bisschen sterben. Oh. Es geht dann viel, viel leichter. Und jetzt habe ich noch was Schönes für dich. Auf starkdynamisch.com findest du einige Impulse, die dir helfen, dich aufzubauen und zu stärken. Und Aufbau, Stärke und Kraft, egal was passiert, genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pitti!